Der rechtsextreme Mob von Chemnitz, Feinde der Demokratie, Neonazis, die das Gewaltmonopol des Staates nicht akzeptieren und Selbstjustiz propagieren. Ein frontaler Angriff auf den Rechtsstaat, der nicht in der Lage war, angemessen zu handeln. Es waren erschreckende Bilder aus Sachsen, die auch Tage später noch bei vielen für Entsetzen sorgen. Wir haben uns gefragt, könnte Chemnitz eigentlich auch hier in Brandenburg geschehen? Was sagen die Menschen hier zu den Ausschreitungen? Teresa Majerovic beginnt ihren Bericht mit Stimmen aus Cottbus. Chemnitz ist katastrophal. Wir sind, sagen Sie mal, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Und sowas erlebt man und die Alten machen mit. Ich finde schon, dass man jetzt, also dass die jetzt alle so sind und alle auf 180 gehen, finde ich auf eine Art gar nicht verkehrt. Weil es muss ja mal deutlich gemacht werden, dass was passiert. Ich sag mal so sachte an die drin gehen, ach, es war mal wieder was gewesen nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Nee, ich finde, da muss wirklich mal jetzt mal durchgegriffen werden, muss was passieren. Ist einfach so. Wunderbar, finde ich gut. Die Meinungen sind gespalten, doch Chemnitz ist Gesprächsthema. Was dort am letzten Sonntag als Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik begann, wurde zu einem aggressiven Mob. Tausende schwarzgekleidete, zumeist Männer, die Nazi-Slogans schreien. Auslöser, eine tödliche Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen, tatverdächtig ein Syrer und ein Iraker. Angehörige des Opfers, so heißt es heute, fänden es nicht gut, dass der Tod durch Rechte instrumentalisiert werde. Und womöglich gibt es an diesem Samstag eine Fortsetzung. Denn an dem Tag soll es in Chemnitz einen Gedenkmarsch geben. Der Brandenburger AfD-Vorsitzende Andreas Kalbitz gehört zu den Initiatoren. Kalbitz, der heute für uns nicht erreichbar war, hat bei Vertretern anderer Parteien in Brandenburg damit Entsetzen ausgelöst. Hier wird ganz klar erkennbar, dass auch die brandenburgische AfD den Tod eines Menschen politisch instrumentalisieren will. Wir fordern die brandenburgische AfD in aller Deutlichkeit auf, sich von solchen Entwicklungen zu distanzieren und nicht dazu beizutragen, dass solche Entwicklungen angeheizt werden. Linke und Grüne packen inzwischen die Sachen, um in Sachsen aber am Wochenende erstmal in Brandenburg Flagge gegen rechts zu zeigen. Wir unterstützen die Zivilgesellschaft in Chemnitz. Wir Grüne rufen auf, am Samstag in Neuenhagen zu sein, dort gegen die AfD zu demonstrieren. Die AfD tagt dort unter dem Motto, der soziale Frieden ist in Gefahr. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die AfD zündelt am sozialen Frieden in unserem Land. Es ist eine hitzige Debatte, die sich an Chemnitz entzündet hat und wo nun Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hingefahren ist, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und in Brandenburg fragt man sich, ob diese Art Gewaltexzesse auch uns erreichen könnten. Wir wissen aus der letzten Jugendstudie des Landes Brandenburg, dass rechtsextreme Einstellungen leicht zugenommen haben, vor allem bei Jüngeren, also da, wo auch die Älteren noch einen großen Einfluss haben. Und das ist ein Problem, was wir angehen müssen. Da braucht es politische Bildung, da braucht es Demokratielernen in den Schulen und in den Einrichtungen, die es gibt. Und die Menschen müssen eine Perspektive für sich entwickeln, die möglichst nicht rechtsextrem ist, die möglichst nicht ausgrenzend ist. Denn wir werden Zuwanderung haben und wir werden Zuwanderung auch brauchen. Inzwischen wird gegen rechts im Netz mobil gemacht mit einem Konzert. Am Montag wollen in Chemnitz Bands wie Tote Hosen, Kraftklub, Feine Sahne, Fischfilet auftreten unter dem Motto: Wir sind mehr.